Die Redakteure der PC Games Hardware leben gefährlich. Nicht immer sind die Hersteller mit den Testergebnissen zufrieden. Listan, besser bekannt unter den Marken Revoltech und Be Quiet, verfügt sogar über ein Sondereinsatzkommando, welches Testmuster eliminiert. Zu den Aufgabengebieten dieser Truppe zählt unter anderem auch die Erstürmung von Verlagsgebäuden. Was Sie jetzt sehen, hat vielleicht ein bisschen wehgetan. Unser Mitgefühl hält sich aber in Grenzen. Bislang sind nur USB-Sticks von Corsair für solche Belastungstests geeignet. Netzteile in einer Survivor Edition lassen derzeit noch auf sich warten. Testmuster, ne? Scheiße.